Hey ho Leute und willkommen zurück zu Tommy schmeißt Bälle auf mich. Nein. Willkommen zurück zu Ah, okay, wir sind Phasmophobia. zurück. Wow, jetzt laufe Wir ich sind mir auch noch ins zurück. Wort. Unglaublich, unglaublich. Wir haben einen Kommentar gekriegt, dass wir das Farmhaus scheinbar noch nie geschafft haben. Davor Ja, merkt, dass ich beide ich am frage Leben mich bleibe. warum. Weil das Farmhaus cursed ist. Das ist Kacke! Das ist verflucht. Wir gehen jetzt in ein fortgeschrittenes Farmhaus. Warte, ich pack alle deine Sachen ein. Warum Hast du? fortgeschritten? Warum nicht Anfänger? Hast du? Ja, wir können auch ins Asylum gehen. Oder ins Prison. Was halte ich von dir? Blau und grün. Grün und blau. Und Oder gelb. wolltest du mich grün und blau schlagen? Ja, und gelb. Okay. Starten wir! Bedienen wir das Farmhaus. Das kriegt es auf den Mund. Ja, das wird jetzt schon eine Nummer. Wir gehen da jetzt rein. Und gehen Bis wieder wir raus. vergessen es ist. Ja, raus. Und dann war's das. Genau. Es wird super easy. Sag ich euch. EZ. Objective 2, oh, jetzt. So. Kruzifix. Wasser. Räucherstäbchen. Okay, neue Aufgabe. Natürlich. Oh, nein, allein. Natürlich. Und Jennifer Brown. Domain, das sind Kackaufgaben, bis auf das Räucherstäbchen. So schmeiß ich Dinge, ist wieder mal leer. Hallo. Okay. Funk? Ist der gestört? Ich kann mir nicht. Er ist gestört. Oh nein. Ah, okay. Gucken wir da rein. Okay. Geil. Ich dachte, du nimmst ihn mit. Ich dachte, du nimmst ihn mit. Ich meine, geh schon mal vor. 20 Grad. 16 Grad. Also, Hast du gepupst? vielleicht. Wenn man im Hintergrund ein bisschen den Wind hört, bei mir ist es gerade sehr wichtig. Widerlich. Da hier drin hörst du auch Wind, das merken die nicht. Außer im Haus. Ich wollte es nur sagen. Simsalabim! Sesam! Öffne die! Was? Wieso hattest du den Schlüssel? Wenn du den Schlüssel hast, dann funktioniert das auch für mich. Hat er gerade das Key-Ding gespielt? Oder bilde ich mir das ein? Nein. Zwei. Dami, lass mich mal kurz. Bist du hier? Sprich mit mir. Nichts erkannt. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ja, auch nicht. Gib mir ein Zeichen. Was war das? Zeichen. Tommy, ich weiß, was das ist. Ein Oni. Wir können wieder gehen. Sehr gut. Ich wollte irgendwas Gib gehört. mir ein Zeichen. Hör auf, nach Zeichen zu fragen. 10 Grad, 12 Grad. Er ist definitiv in diesem Raum. Ich hole mal das Buch, okay. Okay, Leute. Wäre der eine Zuschauer,
Du sagst, dass ich aber am meisten Angst, ja? Wir werden sehen. Ich gehe jetzt rein und. Oh Gott. Das war kurz mal auf 6. Ich gehe jetzt rein und. Und ja, du weißt Bescheid. Und. Oh Gott. Ich gehe rein und. Ja? Dann das. Du weißt Bescheid. Ich hole jetzt ein Autogramm vom Geist. Geist. Ich habe den Namen vergessen, aber kriege ich bitte ein Autogramm? Ich bin ein Riesenfan. Ich will ein Autogramm. Bitte ein Autogramm. Bitte schreib ins Buch. Ich brauche ein Autogramm von dir. Ich muss es haben. Bitte schreib ins Buch. Ins Buch schreiben, bitte. Danke. Danke. Oh, die Räucherstäbchen. Das sieht so seltsam aus mit dem Licht. Sind wir uns schon sicher, dass der in dem Raum ist? Denke. Weil dann räuchere ich los. Damit war schon nochmal. Ah. Nimm die Kamera mit. Gut. Welche Kamera? Hab einen Fingerabdruck. Foto und welchen Raum? In der Küche. Yep. Wo? An dem Lichtschalter. Pass auf, warte, da ist er. Da? Ja. Das war das Board draußen. Okay, ist er jetzt hier drin oder da draußen? Guck mal kurz die Kamera an. Ja. Bist du hier? Hab ich schon probiert. Also das ist nicht ausgemacht. Bist du hier? Drei Grad hier in dem Raum. Gut. Aber das haben wir erledigt. Doch hier vorne? Also gerade hat es 3 Grad in dem Raum vor bei beim Klavier. Okay, schauen wir mal die Kamera nach, ob da was zu sehen ist. Zack. Machst du das Licht aus? Was? Er hat behind gesagt. Ja, bei mir hat er nicht gesprochen. Box, Fingerabdrücke, Spirit, Gespenst, Poltergeist, toll. Es ist kein Oni. Doch, klar. Licht ist aus, oder? Ja. Wo hat er behind gesagt? Ja, in dem Raum, wo es 3 Grad waren. Warte, Gefriertemperatur haben wir dann? Nein, haben wir nicht. Nein. Okay, dann kann ich ausräuchern gehen. Ja. Gib doch. Ah, ich bin voll, oder? Ah. Poltergeist. Hast du noch ein Ohr?
Wo ist eigentlich das nächste Bad? Durch die Küche, gerade durch, linke Seite. Okay. Gut, zünden wir das, stinken wir aus. Schreibe ins Buch. Schreib bitte ins Buch. Gut. Okay, schauen wir noch, dass es funktioniert hat. Wehe nicht. Wehe nicht, du Geist. Wir könnten Salz noch auslegen. Hat natürlich nicht gezählt, Kackspiel, du. Aus Gründen, die ich nicht kapiere. Lass mich raten, wir haben kein Ersatzspeicherstückchen dabei. Nein. Spirit, Gespenst, Poltergeist. A Box. Welcher Geist kann fliegen? Ah, genau. Geist. Das heißt, wenn wir ein bisschen Salz auslegen und Fußabdrücke finden, ist es kein Gespenst. Hältst du die Kamera mal aufs Klavier? Ist es doch, oder? Nein, nicht auf das Klavier, sodass es in den Raum rein zeigt. Ach so. Oh nein! So gut? Ja, man sieht den fast den ganzen Raum. Yeah, easy! Bin ich jetzt dabei? Okay. Mehr Temperatur. Geister Orb. Also entweder wird's kalt, Buch oder Geisterorb. Buch, Geisterorb, kalt. Okay, den Geisterorb siehst du aber nicht, oder? Ja, noch nicht. Nix schwubbeln gehört. Gesehen. Okay. Ich habe mal Salz ausgelegt, und wenn es ein Geist, Gespenst ist, dann kann es kein Salz. Also wenn Fußabdruck ist, kein Gespenst, meine ich. Die Lampe hat gerade geflackert. Fußabdrücke. Okay, lass mich nochmal gucken. Was? Fotografier's! Ja. Sammel mit den Bildern ist. Interaktion. Als ob Salz nicht zählt. Okay, es ist kein Gespenst. Dann ist es Spirit oder Poltergeist. Spirit, Spirit. Es ist wahrscheinlich kein Gespenst. Nein, es kann keins sein. Ja, wir hatten es aber schon, dass es ein Gespenst war und Fußabdrücke da waren. Ja, trotzdem, das ist dämlich. Wenn da steht, kann nicht durch Fußabdrücke gefunden werden, kann es kein Gespenst sein. Spirit. Geisterbuch. Kann vorübergehend gestoppt werden, indem ein Geist ausräuchert. Ja, ja, oder wenn es kalt ist. Kann es noch der Ding sein. Hast du mal wieder aufs Temperatur geguckt?
Nein, man sieht's ja eigentlich. Ja, vielleicht. Poltergeist, Fingerabdrücke, Geisterorb, genauso der Geisterorb. Schreibe ins Buch. Schreib bitte ins Buch. Was? Ich suche meine Knochen. Ja. Hey, ja? Bodepuppe. Yay. Es bedeutet, er ist hier, oder? Ja, es macht nichts. Versuch du mal. Hä? Versuch du mal. Wo ist sie? Er liegt schon auf dem Teppich. Nein. Also Gefriertemperatur ist nicht. Ich habe Schlüssel gefunden für was auch immer. Was war... Alter, war Spirit jetzt Gefriertemperatur? Nein, Buch. Genau. Ich bin mir sicher, es ist das Buch, ist ehrlich gesagt. Man kann hier messen, bis dahinter. Ja. Okay. Du suchst noch nach einem Knochen? Bist du schon oben? Schreibe ins Buch! Bitte schreibe ins Buch! Was? Lass bitte die Tür vor meinen Augen offen. Mach sie nicht vor meinen Augen zu. Das war nicht ich. Ich dachte echt, das warst du gerade. Nein. Ich sehe so die Taschenlampe rumflackern. Oh, erinnerst du dich an dieser? Ah, mein Lieblingsraum. Da hat wirklich sich mal versteckt. Nee. Jetzt wird sich mal irgendwo versteckt. Dann bin ich da gestorben. Suterbrett. Noch eine Wutepuppe. Yay, denke ich. Oh, da ruft wohl niemand mehr an. Hat auch nichts gemacht. Noch ein Schlüssel. Ich sehe keinen. Da ist ein Hundi. Katalog. Hundi. Wow, wow. Hundi. Wow, wow. Wow, wow. Ist die Räume schon durch?
Sah der Raum schon immer so aus? Hier hab ich mir ja doch, hier habe ich mir versteckt. Oh. Kein Knochen gefunden bis jetzt. Ich auch nicht, aber hast du die Achse in dem einen Raum bemerkt? Ich habe die Axt beim Hochgehen auf dem Dachboden bemerkt. Ich rede von der Axt im Spiegel. Komm mal runter. Ich eile, ich fliege. Die da. Hast du ein Foto von gemacht? Wozu? Weiß nicht, vielleicht hat das was zu bedeuten. Ja, es soll uns sieht wirklich cool aus. Es soll uns das A-Wort machen. Es sieht wirklich cool aus, ist es aber. Ja. Haben wir jetzt keinen Knochen, gehen wir. Achso, wir brauchen noch dreckiges Wasser, ne? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir echt nicht, oder? Doch. Die Sicherung ist raus, pack mal rein. Ja. Schicht in der Geist, was? Buch oder Gefühl. Warte, was ist jetzt? Buch oder Gefühltemperatur, oder? Buch. Sicherung ist hier drin. Jo. Also Spirit oder Poltergeist? Poltergeist. Box? Ja, Orb oder... Was ist los? Oh Gott. Was ist los? Er war direkt vor mir. Kaum bin ich weg, zeigt er sich. Oh Gott. Hat das Bild gezählt? Keine Ahnung. Ja, als Interaktion. Oh. Ach, das war das Bild. Ich habe gerade schon gefragt, was ist denn das? Wir müssen das... Fuck. Ja, klar. Oh. Wir müssen das Licht innen ausmachen. Oh Gott, ja, gleich. Ja, ich mach das. Alter. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Wo war er eigentlich? Er ist aus dem Raum gelaufen. Oh wow. Das ist das Bild. Da an der Tür. Da am Bildschirm. Oh Gott, ich dachte, die Taschenlampe flackert. Stoß. So, gucken wir nach dem Orb. Diese Farmhäuser sind verflucht. Ach was, habe ich doch gesagt. Die sind kacke. Die Farmhäuser, das nicht du. Wirklich. Jennifer. Komm, Orb, zeig den, sind wir fertig. Ja, kein dreckiges Wasser. Aber wir haben das Buch drauf, oder? Da lag sogar ein Kruzifix. Er ist einfach vorbeigelaufen. Ich weiß. Es war ihm egal. Wir haben es ausgeräuchert, hat nicht gezählt. Sie haben das Kruzifix, hat nicht gezählt. Waschbecken haben noch keins. Okay. Mach das Licht aus! Rein und sag... Du! Oh, Haufen! Jetzt rein. Mach das Licht aus. Und sag ihren Namen. Ich komm mit. Ich bin mutig, ich kann das. Ich kann es auch. Wirklich? So.
Jennifer Brown. Ja, Jennifer Brown. Zeig dich mal! Feigling, schreib ins Buch! Jennifer Brown. Ich glaube übrigens, es funktioniert, wenn du dich hier in die Säule stellst und einfach wartest. In die Säule. Wenn die Tür jetzt zugeht, kommst du nicht raus. Hier an der Türschwelle. Wenn du hier stehst und rumlaberst, dann triggerst du sie. Aber ich glaube, du kannst raus, wenn die Tür zugeht. Stehst du? Okay, kusch. Nein, ich will da, ich will da bleiben. Stell dich weiter rechts. Moment. Kacke. Das kann ich echt nicht leiden, weißt du es? Das ist scheiße. Jennifer Brown. Zeig dich, verdammte Hure. Jennifer Brown. Alter, Tommy, nicht auf YouTube. Achte auf dein Mundwerk. Oh, Entschuldigung. Hast du die Tür bewegt? Du hast die Tür bewegt. Achso, weiter geht sie nicht. Ja, nein, ich hab sie auch schon probiert. Jennifer Brown. Brownie. Du siehst aus wie ein Brownie. Oder Jennifer Bruven. Jennifer war doch von Witcher. Jennifer Bruven, das ist russisch. Bedeutet was? Jennifer Brown. Übrigens, das mit der Türschwelle ist eine Theorie. Nur so nebenbei. Dachte ich mir. Jennifer Brown, zeige dich. Ich hab das schon mal gemacht, dann ist sie vor mir, der Geist vor mir aufgetaucht, ich hab ein Foto gemacht und bin raus. Und dann warst du drin. Ja, aber er hat mich gejagt gehabt. Ja, hat er. Aber er achtet nur auf einzelne Personen. Geh mal rauf. Kusch. Ja, ich geh schon. Ich guck mal auf den Orb. Ich frage mich, ob das wirklich eine Sache ist, die man machen kann. Türschwelle stellen und einfach. Blablabla. Du bist schon. Bisschen reizen. Das Coole ist, die Interaktivität. Aktivität ist auf. Jetzt auf 4. Nee. Die Tür ging zu. 10! 10! Wenn jetzt kein Orb kommt, weiß ich auch nicht. Oder ein Buch. Gott, beruhig dich mal, Alte. Also ich rege wirklich nur auf Einzelpersonen. Ich bin, kaum war ich weg. Boom, 10. Halte bitte im Auge. Hab kein Bild bekommen. Hast du sie gesehen? Oh. Ich sehe auch keinen Orb. Was? Ich sehe auch keinen Orb. Null. Fress mal eine Pille. Oh, hast du schon? Wir sind beide ziemlich angeschlagen. Sie hat nicht ins Buch geschrieben. Ja, das kann ich auch sehen. Kein Orb, kein Buch. Ich werd noch narrisch. Ja? Guck dir mal das Bild an, das letzte. Was soll das sein? Da ist ein Schatten vom Geist. Links? Direkt an der Tür. Rechts an der Tür. Also links an der Tür, also drunter. Ja, kann ich nicht richtig erkennen hier. Okay. Mach mal die Taschenlampe aus. Danke. Orb! Oh, 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 o
Yeah! Ich geh da auch nicht mehr rein. Poltergeist! Poltergeist! Kruzifix hat funktioniert! Oh yes! Wir könnten mal, dann war das das! Wir können auch kurz an die Tür, Tür gehen und ein paar Fotos machen. Alle. Yo! Aktivität. Warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Welche Idee? Ich gehe an die andere Tür. Hat's eigentlich funktioniert mit der Tür? Also du gehst, weißt schon? Du bist, sie ging zu, du gehst ja, raus. Hat funktioniert. Oh, gut. Ja, hat funktioniert. Ich bin ein Genie. Okay, du gehst rüber, ich bleib hier. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen, weiß nicht. Oh, das war Glück, Leute. Cool. Bei dir vorne, hinten? Ja, das war super lustig. Ich mach die Tür auf, geh posch rein, die Tür geht wieder zu. Die Tür ist gefährlich hier, Bertie. Die Tür ist gefährlich. Warum? Die drückt dich nämlich rein. Oh fuck. Ist glaube ich für dich. Nein, nein, ich bin hier ziemlich. Mir gefällt's hier. Ich wohne jetzt hier an der Türschwelle. Hey, Tommy! Mach's ein Zeichen. Gib dem Morsezeichen. Sie war übrigens beim Tanzen in der Küche, wie es sich für eine Frau gehört. Sie hat sich wirklich. Was? In der Küche? In der Küche? Sie hat getanzt? Ja, sie hat rumgetanzt. Sie hat sich von der Türschwelle zur nächsten teleportiert und so. Oh, das muss ich mir zeigen. Hallo? Jennifer! Brune! Alte Troller! Ich sag das jetzt so, gleich kommt von hinten an. Jennifer Brown. Gib uns ein Zeichen! Zeichen! Du verstehst schon. Da ist ein Zeichen! Das ist ein Zeichen. Das war so gruselig, plötzlich geht die Tür so. Oh, jedes Mal. Und ich so, eine Sekunde später, erst reagiert, geh nach hinten. Das sieht man nichts, ich hab schon versucht. Ja, Tommy, die Tür ist zu. Kann ich mal rein, wenn man will. Man hört den Geist von hier. Man hört ihn hier rumlaufen. Man hat ihn gehört von außen. Flackern bei dir Lichter?
Deine Sanity müsste nicht weiter unten sein als meine. Was versuchst du da? Bist du eigentlich ein Kind oder bist du ein Erwachsener? Willst du mich umbringen oder magst du mich? Netter Geist? Böser Geist. Dummy, ist für dich! Zu dich, geh mal ran. Erster, du musst rangehen. Ich gehe da nie nochmal rein. Gar kein Fall. Ich mache auch noch meine Böll. Dummy! Dummy! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh Gott! Oh, das ist der absolute Herzinfarkt. Oh Gott! Alter, was? Oh Gott. Du warst zu weit drin. Ich war dran. Du warst zu weit drin. Sie ging durch mein Gesicht zu. Oh Gott, was? Du hattest voll Glück, dass sie in den Raum nicht reingekommen ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh Gott. Oh Gott! Oh, die ging schon wieder zu. Alter, bin ich erschrocken. Will nicht mehr. Lass mich kurz was gucken. Jo, Domme, ich habe am Schluss noch Fingerabdrücke fotografiert. Glaube ich. Das war ich. Die Fingerabdrücke, das letzte. Ah, dann sieht man meine Bilder nicht mehr. Genau, man sieht nicht mehr. Kannst du noch das Waschstäbchen holen? Was hatten wir jetzt? Wir hatten, Waschstäbchen? Geisterordner. ja. Kannst du noch das Waschbecken machen? Und den Knopf. Alter, deine Sanity. Ja, ich hab alles gegessen. Ich auch, guck meine an. Du bist nie so lange drin wie ich. Ich war auch ziemlich lang drin diesmal. Naja. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Ich glaube, entspannte Runde. Domi, ich glaube eher dein letztes Abenteuer hat dich noch ziemlich runtergezogen. wir sind uns im nächsten Part wieder von Phasmophobia. Jo, danke fürs Zuschauen. Ja, war ja doch noch ganz spannend. Ja, irgendwie schon. Ciao.